Kommen wir denn nicht mehr? So, warte. Herzlich willkommen auf Multilaser. Heute Speedlauf mit dem neuen Rezo. Ich hol das mal. Ich habe die Dämpfer hinten auch noch geändert. Einer hatte geschrieben, das Rezo passt nicht. Was nicht passt, wird passend gemacht, ist mein Motto. Hier haben wir den Locker, 5,9 km/h. Den werde ich jetzt ranmachen an das Auto. Und dann gucken wir mal, was der Wagen schafft mit dem Rezo. Für die Leute, die sagen, ein Rezo bringt nichts, das ist nicht ganz richtig. Ein Rezo macht ja einen Rückstau und ja, bestimmt natürlich so die, keine Ahnung. Ein Rezo hat auf jeden Fall einen Sinn. Sonst könnt ihr ja auch nicht mit einem Roller ein Rezo-Tune mit einem Tunings-Rezo und dann fährt der Roller plötzlich schneller als mit so einem Standard-Gedrosselten. Ne? So, hier haben wir jetzt zwei Kammern. Also, guck mal, der geht auf jeden Fall, oh, der geht mies ab. Der geht richtig mies ab. Viel besser als mit dem Standard, finde ich. Oh, das ist geil. Oh, er hat nochmal so einen Schub gekriegt. Ja, hast du gesehen? Aber richtig. Krass. Oh. Oha. Alter. Was ist das denn für ein Turbogang? Ist er jetzt richtig warm oder wie? Krass. Alter. Oh. Okay, komm nochmal. Ich mach nochmal. Oh, ist ja giftig. Oh, shit. Ja, jetzt müssen wir trotzdem hin. Alter, der ist aber ja richtig fix gewesen, ne? Ja, weißt du auch warum? Weil das Nitro im Tank leer wurde und dadurch hat er sich wohl abgemagert. Ja, das stimmt. Weil das so hin und her geschwappt hat. Ach, wieso habe ich den nicht vollgetankt? Ja. Oh, der ist eine Beine, ne? Das Nitro alle. Wie wir sehen, ist nichts mehr drin. Gucken wir mal. Oh, 55,4. 1 km/h ist schon mal schneller. Na, wo guckst du? Achso, ja. Schon, aber das so. Spiegelt so durch. Nee, einfach ranhalten, dann die Kamera gewöhnt sich irgendwann dran. Ja, sieht man jetzt. Ja, 55,4. Ja. Sind schon mal 1,4 km/h schneller. Ja. Aber ich will einmal neu reinmachen und dann nochmal noch mal machen. Okay. Nee, leider nicht. Naja, du musst dich auch erstmal an das Mikro gewöhnen. Ja. Aber hier ist das Problem, der braucht extrem lange, bis er warm ist. Wenn der nicht warm ist, muss ich gar nicht losfahren. Also lass ihn erst mal loslaufen. Boah, der ist aber noch fett. Der ist aber noch fett. Pass auf. Da ist ein Stocker. Der fliegt so um. Das kann nicht gut sein, ja. Wollen wir da hin? Ja. So, Lok haben wir wieder resettet. Achso, müssen wir ja mal zeigen. Es sind ja so viele Skeptiker im Internet unterwegs. Sieht man das? Ja. 5,4. Ja, okay. Okay. So, jetzt wird auch warm. Boah, shit. Man sieht ein bisschen, die Servos sind ein bisschen, also die kriegst du nicht genug, die Servos. Ja, es ist halt normal ein winziges Auto. Das ist so eng hier. Und der lenkt so komisch. Ja, ich glaube, du musst wieder ein bisschen fetter machen.
Meinst du? Ja, das war weil er selber von alleine wieder wollte, oder was? Nee, weil der so hoch zieht. So hoch reicht. Oh. Verschwende mein Benzin! Ja, der Kopfhörer auf. Ja, ja. Das ist selber Auto zu laut, die Karre. Ja. So. Ich zieh durch. Alter, ich komme nicht. Ich konnte noch mehr machen, aber ich habe aufgehört. Weil der mir unkontrollierbar wurde. Alter. Okay, warte. Von alleine rollen. Oh. 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 Hey, hat geile Karre, ne? Schon lustig. Hat so einen Spaß mit mir. Oh. Der hat so Power, ey. So. Ich habe ja nur Angst, dass dein Auto bei uns in die Füße einrastet. Ja, habe ich auch Angst. Das ist schneller als beim letzten Mal. Ja, weil hier ist mir zu gefährlich. Ich mache noch einmal und dann war es das. Oh, ich habe schon wieder aufgehört. Ich komme nicht durchzuziehen. Das ist zu gefährlich. Wegen den Anhängern, das ist das Problem. Ja. Und der hat auch so eine Power, ey. So, und ich muss ihn wieder magerer machen, weil ihr seht, er will von alleine fahren. Das war viel zu mager, aber wir mussten das ja unbedingt mal machen. Ja, das ist dank der mir auch gleich, wenn die ausgeht. Aus. Nee, wir haben wieder nur 54,5. Braucht man nicht. Hat sich nichts geändert. Ich traue mich auch nicht durchzuziehen, das ist das Ding. Also 55. Rezo hat 1 km/h gebracht. Haben wir es so. Wie sie testen können, müssen wir auf der Hauptstraße. Aber ich denke, das war's. Mir gefällt das Auto so mit dem silbernen Rezo. Das passt gut so. Der Wagen gefällt mir, er hat Speed, er hat Power. Hört sich auch gut an, finde ich. Jetzt ist er wieder mal Kletter, hört man auch. Oh. Das Servo. Oh, wie soll der da? Er grillt, guck dir das an. Ja. Und wie viel Pferde hat so mehr? 55 haben wir geschafft. Das war jetzt mal eine längere Zeit durchgezogen. Ja. Hey, komm ich. Ja, aber. Alter, der geht schon gut ab. Ich würde es lassen. Lassen wir es einfach. Er ist heil, der soll auch heil bleiben. Ja. Ja. Er muss ja nichts riskieren, ne? Genau. Nur für ein Video wäre schade, wenn er zerstört wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, neues Rezo, neue Dämpfer, ist auch schön. Ne? Auch in der Geschwindigkeit nichts mehr geändert. 55,4 war heute das schnellste. Ist okay, ich bin zufrieden. Jetzt haben wir noch das schwarze Rezo, aber ich glaube, ich lasse das mit dem schwarzen Rezo. Ja? Weil das schwarze Rezo hat nur eine Kammer, wie das Originale. Und das ist 2 Kammern, das hört sich auch besser an, finde ich. Der Wagen macht einen guten Eindruck.
er zieht gut ab. Und wenn das Zweigang da ist, dann hole ich das Zweigang und dann machen wir nochmal neu. Er ist aber flirt, ne? Er ist echt flirt unterwegs. Na gut. So, hier nochmal für die Leute mit Karo. Auch mit Karo geht das Riesenrohr. Wollte ich noch mit ranhängen für euch. Mal mit Karo hier. Ist Jochen seiner mit Originalreifen. Ich hab doch ein Problem. Ja, was denn? Hier, guck mal. Was ist denn los? Ich bin alleine. Oh shit. Wieso fährt er denn von alleine? Ich hab keine Ahnung. Der fährt echt von alleine. Hä, hey, lol. Ja, musst du einstellen. Ja, das ist. Hier seht ihr übrigens Leute, die ihr Auto nicht richtig eingestellt haben. Da fahren die Autos von alleine. Jochen, zeig noch mal. Hier, da, guck mal. Das Auto fährt von alleine, ohne dass er Gas gibt. Das ist eine Automatik. Automatik. Ja, und bei Leuten, wo es dann richtig eingestellt ist, da bleibt er dann auch stehen. Ne? Das ist was für Rentner, Mann. Also anmachen und los. Ich gebe einmal Udo mal die Kamera in die Hand. Wie geht das wieder los, ey? Hier, ich habe extra nur deinen Wunsch gemacht. Mit Karo. Das ist so ein Chiron würdig, oder? Und wie immer kämpft man mit einem Glattbahner oder Flachbahner, je nachdem wie ihr das nennen wollt, immer mit den kleinen Kieselsteinchen auf dem Boden. Aber das ist mir bei der Bildplatte eh egal, weil da kommt eh eine andere. Und selbst mit Helfen muss es dir eigentlich egal sein, weil sonst kannst du den nirgendwo fahren. Richtig. Macht super viel Spaß, das Auto. Ja, es müssen mehrere die Autos fahren. Der hat echt Power, ey. Das geht so ab, ne? Oder? Man sieht ihn gar nicht mehr. Alter, der geht echt gut ab, ey. Ja. Aber eben halt die Moosgummireifen, ne? Ja, die sind wirklich gut. Oh, ey, ich würde den so gerne auf einer Strecke mal fahren, ey. Weißt du? Ja, schönes Auto. Ja, da habt ihr ihn auch mal mit Karo gesehen. Tada! Und jetzt kommt er langsam runter und dann hält er auch irgendwann an. Ende. Ja? Nein, würde ich vielleicht mal auch nochmal rausholen, weil Steppert die. Du musst da nicht rausholen, das reicht nicht mit deinem Auto für uns. Er hat angefangen, was kann ich dafür? Ja. Bei der Vorlage, ne? Ja. Ich muss meinen Auto leider mal raus. Als wenn jeder so sein hier rumhängen hat, ey. Was sollen die Leute denn denken? Guck mal, Joachim kriegt den Kanister nicht auf. Ja, Kindersicherung. Und das ist der Video. Die Kindersicherung war schon lustiger. Oh, ey, das Ding ist aber auch böse, ey. Oh, oh, oh. Ey, der geht aber auch, der geht so steil. Ich muss ihn unten rum ein bisschen fetter machen. Der hat zu viel Power. Echt krass, ey. Aber ich finde, das ist ja eigentlich das perfekte Anfängerauto. Ja, ich finde den schön. Ja, weil der einmal klein ist, das kann jeder sich irgendwie in die Tasche packen. Richtig. Das bisschen Werkzeug, das ist nicht viel, was man braucht. Richtig. Kreuzschraubenzieher, ein Schlitzschraubenzieher, das war's. Ja. Gut für die Radmodder vielleicht noch. Jochen hat ein. Alle Leute haben so ein Auto, ey. Ja, außer ich. Dass ich gerade nicht fahren kann. Das glaube ich dir. Ich wollte so gerne weiterfahren. Ich hatte noch ein bisschen rumzupressen. Ja, Leute, dann sehen wir uns jetzt zum nächsten Tunings-Video. Danke nochmal, Udo, fürs Filmen. Ja. Tschüss. Ja, tschüss.